Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten kleinen Video zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Es ist soweit, Freunde, wir haben den 10. Juni 2016 und heute Abend ist das Eröffnungsspiel Frankreich. Der Gastgeber, nein, hier wird keine Flagge sein, gegen Rumänien. Das, ja, nicht Gastgeberland, auch hier wird keine Flagge sein. Ich bin extrem gespannt, wie dieses Spiel laufen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich tierisch auf dieses Turnier. Ich habe vorhin schon auf Twitter, schaut da vorbei, gepostet. Ja, Mann, mega Lust. Richtig, richtig nice. Ich habe unglaublich Bock, jeden Tag Fußball zu gucken. Unglaublich Bock, mich von den ganzen Spielern entertainen zu lassen. Und vor allem habe ich auch Lust, dass natürlich wieder so eine gewisse, ja, positive Stimmung, normale Stimmung in Frankreich bzw. auf der Welt eintritt in Europa. Einfach damit man diesen ganzen Scheiß Terror und diese ganze Scheiß Angst bekämpft und zwar mit positiver Energie und mit der schönsten Nebensache der Welt. Ich habe richtig, richtig Lust, wirklich abends beim Public Viewing zu sein. Jetzt am Sonntag beispielsweise werde ich abends beim Public Viewing in Hildesheim sein. Mir das Spiel zu geben, ein paar Bierchen zu trinken, mit Freunden zu lachen, mich mit Freunden zu freuen und so weiter und so fort. Habe ich mega Bock drauf, eventuell ein erfolgreiches deutsches Turnier zu sehen. Einfach richtig, richtig nice. Und des Weiteren muss man natürlich noch so ein bisschen reden über das Turnier. Ja, ich habe jetzt gesagt, es wird jeden Tag ein Video kommen und auch heute ist das erste. Ich habe gerade ein bisschen Zeitstress, deswegen wird dieses hier nicht so lang. Aber ich werde mal so ein bisschen über... Schlappi hat übrigens auch einen sehr schönen Podcast gemacht zur Gruppe A, die ja aus Frankreich, der Schweiz, Rumänien und Albanien besteht. Und den könnt ihr auf jeden Fall auch mal geben. Aber ich rede heute einfach nur über dieses eine Spiel, ja. Das Spiel morgen, beziehungsweise über die Spiele morgen rede ich dann im morgigen Video. Das wird sich dann mal so fortsetzen. Und gestern lasse ich dann, morgen... lasse ich das Spiel von heute mal Revue passieren. So ist der Plan. Ihr merkt eventuell, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ja, das liegt einfach daran, ich weiß nicht. Ich habe mich irgendwie Dienstag nach meiner Impfung wieder angesteckt mit irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber was willst du machen? Kannst du nichts gegen machen. Und deswegen... Einfach weniger Videos machen, weniger labern, Spaß und ja, hoffen, dass man bald wieder gesund ist. So, Frankreich gegen Rumänien auf jeden Fall. Die Franzosen werden heute Abend dieses Turnier also eröffnen und ich bin gespannt, wie sie das tun werden. Denn der Kader ist nicht so stark, wie er sein könnte. Man kennt das eventuell, die Diskussion darum, wen man mitgenommen hat, wen man nicht mitgenommen hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wer dann spielen wird. Wir haben auf Transfermarkt.de natürlich mal wieder wunderbare... Ja, potenzielle Startaufstellung und die gehe ich mal ganz kurz durch bei Frankreich. Jory vor, beziehungsweise hinter, Evra, Koscielny, Rami und Sanja. Dann Kanté, Pogba, Matuidi und in der Sturmspitze Olivier Giroud, umgeben von den Außenspielern Antoine Griezmann und Dimitri Payet. Man hat natürlich gute Spieler auf jeden Fall noch dabei und auf der Bank. Beispielsweise haben wir einen Kingsley Coman oder einen Anthony Martial. Ich bin gespannt, wer da spielen wird, bin ich wirklich. Ich habe keine Ahnung, was Deschamps machen wird. Er hat natürlich, das sieht man hier auch, sehr viele Spieler zu Hause gelassen. Beispielsweise Varane oder Sako. Sako ja wegen diesen ganzen Dopingvorwürfen. Dann Kevin Gamairo, der nicht dabei ist. Alexandre Lacazette hatte Ben Arfa ist nicht dabei. Benzema ist, glaube ich, auch nicht dabei. Ganz, ganz viele Geschichten, also auf jeden Fall sind sie nicht so stark, wie sie hätten sein können, aber sie haben natürlich einen genialen Kader und deswegen muss man mal schauen, wie sie sich heute Abend schlagen werden. Normalerweise dürfte Rumänien kein Stolperstein für diese Truppe sein, die ja bei der WM 2014 auch überzeugt hat, zumindest bis sie gegen Deutschland ausgeflogen sind, auch wenn sie sich mal keinen Benzema in Topform haben. Aber wie auch immer, Rumänien auf jeden Fall, naja, haben auch eine interessante Startaufstellung. Kader Sorano kennt man eventuell aus der Serie A, dann Rad davor, der spielt glaube ich ehemals bei Paok oder bei Rayo Vallecano, auf jeden Fall habe ich irgendwo immer gehört. Grigore spielt glaube ich bei Toulouse, Sapunaru, bin ich mir gerade nicht sicher, aber Chiriche ist auf jeden Fall ehemals bei Tottenham oder immer noch bei Tottenham. Dann Hobart, Pintilli kennt man eventuell auch, Stankus, Nancy und Torche, den kenne ich auch und Ali Beck vorne drin kenne ich nicht. Es sind nicht die allerkrassesten Spieler, es sind auch vor allem sehr junge Spieler teilweise, die ich gerade vorgelesen habe, beispielsweise Stankio und Ali Beck sind 23 und 25 Jahre und spielen ihr erstes richtig großes Turnier wahrscheinlich und dementsprechend ist das natürlich schon mal eine Hausnummer, wenn man direkt gegen den Gastgeber und gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft antreten muss. Mein Tipp für heute Abend ist übrigens 3:0, habe ich noch gar nicht gesagt und ich glaube, das wird auch so eintreffen, denn Frankreich wird einfach diese Euphorie tragen oder auf dieser Welle der Euphorie getragen werden und die werden mit der spielerischen Klasse, die sie haben, mit der Erfahrung, die sie teilweise in den Reihen haben, durch Spieler wie Koscielny, durch Spieler wie Giroud, aber auch durch die individuelle Klasse von Spielern wie Griezmann oder Payet, ja, werden sie einfach Rumänien wahrscheinlich keine Chance lassen. Es kann immer zu Überraschungen kommen. Ich bin wirklich einfach nur gespannt. Ich bin heute eigentlich für niemanden. Ich freue mich über alles, was passiert. Ich bin neutraler Zuschauer. Aber ja, ich denke trotzdem, dass Frankreich auf jeden Fall gewinnen wird. Und dann bin ich sehr gespannt, was ich morgen dann im Revue passieren sage. Wie auch immer. Schreibt mir eure Meinung auf
auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich drüber freuen und würde mich auf jeden Fall wieder interessieren, was ihr so tippt heute Abend bei diesem Spiel. Ich, wie gesagt, sage 3-0, ein relativ souveräner Sieg, und ich bin auch der recht großen Überzeugung, dass Frankreich Europameister wird. Deutschland und Frankreich werden, meine ich, das Finale bilden, also wenn das überhaupt gruppentechnisch möglich ist. Halbfinale habe ich getippt England, Frankreich, Portugal und Deutschland. Portugal wird für Überraschungen sorgen, bin ich mir auch relativ sicher. Und ja, Top-Torschütze Thomas Müller. Und ja, das war es eigentlich schon. Gruppensieger wird in Gruppe A übrigens auch Frankreich. Über die Schweiz beispielsweise reden wir morgen dann, genauso wie über Albanien. Auf jeden Fall war das jetzt erstmal das erste Video zu EM 2014. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin sehr gespannt, wie das Turnier laufen wird, ob alles sicher abgeht, ob alles gut abgeht und was für fußballerische Highlights wir auf jeden Fall auch haben werden. Freue mich drauf und freue mich auf jeden Fall auch, mit euch die ganze Zeit im Austausch zu stehen während dieses Europameisterschaftsturniers. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Viel Spaß heute Abend und ciao.